Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Extra Evolution. So sieht's aus. Ja, eigentlich war für die nächste Folge ja geplant, dass so ein Ausflug in den Twilight Forest mal unternommen wird. Vielleicht mit dem einen oder anderen, der hier mit auf dem Server aktiv ist. Da gibt's immer ein paar organisatorische Problemchen, sprich so Zeit finden, wann jeder andere Zeit hat und so weiter. Und von dem her, ja, muss ich mal ein bisschen Zeit überbrücken. Und aus gegebenen Anlass habe ich mir gedacht, erzähl euch diese Folge mal ein bisschen mehr, warum in letzter Zeit beispielsweise keine Streams mehr kommen oder die Videos auch so ein bisschen schlecht, also nicht so regelmäßig kommen, wie ich das eigentlich vorhatte. Ich habe schon sehr oft darüber gesprochen und habe mir gedacht, jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr ins Detail, was denn da an Änderungen kommt, von denen ich immer mal wieder kurz so Andeutungen gemacht habe. Denn das Problem ist, fange ich bei A an. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen farmen, weil dabei lässt sich immer so ein bisschen gut erzählen. Ja, lässt sich so ein bisschen gut halt einfach über alle möglichen Dinge sprechen. So. Farmen gehen wir in der Schlucht, die ich hier immer mal wieder gesehen habe. Irgendwo hier müsste die sein. Und ja, währenddessen quatschen wir so ein bisschen über das Warum, Weshalb und wie geht's weiter mit dem ganzen Gedöns. So, der eigentliche Grund, warum ich mir so ein bisschen schwer tue, genau hier ist die Schlucht, so ein bisschen schwer tue, regelmäßig zu streamen und erstmal rüber. Ich verliere schon wieder komplett den Fokus. Es ist schon wieder viel zu viel, was ich auf einmal erzählen will. Ja, also der Grund, warum ich eigentlich nicht so oft zu dem komme, was ich momentan eigentlich sehr gerne tun würde, ist eigentlich ganz simpel und ich fange schon wieder an, ein Wort ziemlich oft zu sagen. Diesmal ist es eigentlich. Das Setup von meinem Rechner hier etc. ist, also ist mal ganz völlig außer Acht gelassen, der Rechner ist nicht schwach. Es ist nicht so, dass der Rechner irgendwie total schlecht wäre, dass ich irgendwie eine komplett ewig alte Grafikkarte drin habe und so weiter, sondern es ist einfach die Kombination an den ganzen Komponenten, die nach sehr viel Recherche, also ich habe echt lang gebraucht, rauszufinden, woran das jetzt alles liegen kann. Ich hatte erst gedacht, das wäre jetzt ein bestimmter Treiber, der ein Problem ist, oder, oh cool, oder dass die Grafikkarte generell nicht kompatibel ist, aber ich weiß vom Vorbesitzer des Rechners, dass es alles super funktioniert hat und auch bei ihm dann so teilweise so von einem Tag auf den nächsten irgendwie. Das kam so komplett unvorhergesehen, war alles kacke. Aufnahmen waren total schlecht, also gerade genau im Endeffekt so fast die Schwierigkeiten, die ich auch habe. Nur nicht ganz so schlimm, wie ich das habe, denn da ist ein weiterer Faktor dann auch noch, beispielsweise ich habe einen Monitor mit einer übelst ungewöhnlichen Auflösung, denn es ist ein 23 Zoll Monitor, den ich hier beispielsweise verwende. Und 23 Zoll ist, ja, es ist halt eine eher untypische Auflösung, gerade wenn es dann darum geht, Aufnahmen zu machen oder auch zu streamen, denn in der Regel, also ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich auch so einen 20 oder 22 Zoll Monitor haben. Ich weiß nicht genau, also ich habe nicht so ein extremes Fachwissen, aber ich glaube, dass gerade Zollzahlen eigentlich eine bessere Grundlage sind für die Anzeigen an sich. Denn man hört dann immer auch sehr oft diese 1280x720p oder 1920x1080p. Ich glaube, das müsste hinhauen, ja. Und das sind so die gängigsten Formate. Und das sind zum Beispiel dann auch Formate, die speziell von Absturz von YouTube irgendwie gefördert werden. Denn nur dann hat man diese ach so schön gewünschte HD-Qualität. Und das Problem ist jetzt einfach, dadurch, dass mein Monitor eine Auflösung von 1680 x 984 oder so, also eine komplett krumme, unverständliche, absolut nicht wirklich HD Auflösung und so weiter, also dadurch, dass es halt einfach nicht so passt von den Auflösungszahlen her, ist das generelle Problem, dass
in dem Moment, in dem ich eine Aufnahme mache oder gehen wir jetzt erstmal vom Stream aus. Wie erkläre ich das am blödsten, so dass es recht simpel ist? Genau, das Bild auf Twitch beispielsweise sollte mindestens 1280x720p haben. Dann hat es quasi dieses typische 720p HD-Format. So, mein Monitor hat das aber nicht. Der hat eine total beknackte, blöde Auflösung. Und drum muss mein Rechner schon damit anfangen und bevor er überhaupt das Ganze an Twitch sendet, so damit ihr das sehen könnt, muss er erstmal schon tierisch viel arbeiten und die Auflösung versuchen passend zu machen. Und ihr habt das vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn ich auf Twitch streame, dann hat das immer diese Balken am Rand. Und das liegt daran, dass das Ganze schon so extrem, man spricht davon Encoden, also Codierung ändern, dass da halt schon sehr viel Arbeit vom Rechner geleistet werden muss, um das überhaupt für Twitch einigermaßen passend hinzukriegen. Und da fangen dann schon auch die Probleme vom Qualitätsverlust an. Dass da schon auch Bilder pro Sekunde tierisch von Flöten gehen. Und ihr wisst es ja von den Streams, wenn ich mal auf 20 Bilder pro Sekunde komme, dann ist es schon Wunder. Also ich dümple ja immer so zwischen 10 und 15 rum. Also das ist beispielsweise schon der erste Grund, warum überhaupt diese Schwierigkeiten existieren. Der Monitor im Endeffekt. Würde ich versuchen, ich habe es auch schon versucht, die Auflösung im Vorfeld irgendwie schon zu beeinträchtigen. Problem ist dann, es ist eine Fensteraufnahme. Fensteraufnahme wiederum ist auch nicht so wirklich qualitativ gut. Also ich kann es drehen und wenden, allein vom Monitor her ist da schon tierisch der Wurm drin. Und der nächste Punkt. Manche AMD-Grafikkarten, so wie auch bei mir eine drin ist, haben wohl Probleme mit OpenGL. Das hatte ich auch schon mal angesprochen. OpenGL ist beispielsweise Minecraft-Programmierung. Da gehen auch schon tierisch viele Leistungsressourcen flöten. Also das ist ein absoluter Rattenschwanz, der sich da durchs komplette System zieht. Wodurch dann einfach, der Spaß bleibt dann irgendwo auch auf der Strecke. Wenn ich die ganze Zeit am Gucken bin, lagge ich gerade, habe ich gerade zu wenig Bilder pro Sekunde, muss ich dann immer speziell aufpassen. Wo kommen denn die her? Naja, all solche Dinge, das raubt mir irgendwo den Spaß, weil wenn man spielt oder so, ihr kennt das sicherlich auch, sobald das Spiel irgendwie am Laggen ist oder ruckelt oder was auch immer, zwangsläufig, ja, bleibt da einfach der Spaß auf der Strecke, weil man dann mehr so innerlich am Aufregen ist, dass es einfach nicht flüssig läuft. So, und bei der Aufnahme ist es eigentlich fast genau das Gleiche. Ich muss, also spielen auch wieder diese Faktoren rein bezüglich OpenGL und so weiter, sprich, dass da die Grafikkarte nicht so ganz optimal läuft. Und zudem muss ich dann für YouTube dann auch immer diese ekelhafte Monitorauflösung versuchen, irgendwie wieder gerade zu biegen, damit es einigermaßen okay aussieht. Und alles in allem macht halt einfach irgendwo mehr Arbeit als Spaß. Also ich habe zwar Spaß an Aufnahmen, ich habe Spaß am Streamen, versteht mich da nicht falsch. Es ist wirklich, es macht mir einfach tierisch viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen, weil, ja, würde es keinen Spaß machen, würde ich es überhaupt nicht tun. Ganz simpel. Ich wollte eigentlich eher gucken, dass ich Eisen finde da unten. Da liegt noch was. Ja, und drum habe ich sehr viel hin und her überlegt und geguckt, was habe ich für Möglichkeiten, denn Tschüss. Und wieder einen Faden verloren. Da kommt ein Zombie an und ich verliere wieder einen Faden. Ganz geil. das ist echt schlimm mit mir, nicht wahr? Ich weiß, ja. Ich bin total verwirrt. Ich bin immer zu viel auf einmal. So war ich hängen geblieben. Genau, ich habe geguckt, was habe ich für Alternativen? Wo kann ich ein bisschen schrauben? Und vor allen Dingen dann auch mit dem Gedanken, wo soll alles hinführen? Und ja, es ist halt, ne? Klar, man könnte sagen, oh, kein Problem, holst halt einen neuen Rechner und
und holst du das neue Ding und das neue Ding und das und hier und da und überhaupt und blub und was weiß ich was. Ja. Man muss bedenken, das sind ziemlich hohe Ausgaben, denn wenn, dann sollten es ja keine kleinen Updates sein und dann sollte das ja schon was Ordentliches sein, was ich dann in Zukunft damit beschäftigen soll, für mich zu arbeiten, während ich arbeite, sage ich mal. Oh Gott, das sind schon wieder Formulierungen, die ist viel zu kompliziert. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also es ist halt wirklich... Oh, was haben wir denn da? Kiste. Es ist halt wirklich kein billiger Spaß, wenn man ein solches Update machen muss, fast, wie ich es machen müsste, um Qualität und all sowas zu steigern. Ne? Es ist wirklich, soll ich das auch mit, ja, komm, nimm mal alles mit. Ja, und von dem her war ich halt dann überlegen, so, gut, ich fange schon wieder bei A und B und C an, und obwohl ich eigentlich noch D und E noch gar nicht erklärt habe und was weiß ich was. Leute, ich bin so verwirrt. Wie haltet ihr das eigentlich mit mir aus? Das würde mich mal interessieren. Was ist es genau, was euch an mir so, was euch an mir gefällt? Das würde mich echt mal interessieren. Denn ich persönlich, ich komme mir immer viel zu verwirrt und planlos vor. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwo ein Spinnenspawner in der Nähe? Tatsache. What the fuck? Schnell dahin und Putti machen. Was ist das denn? Warum kommen da so viele raus? Was zum... Oh. Okay. Zurück zum eigentlichen Thema. Genau, also würde mich freuen, wenn ihr da mal in die Kommentare schreibt, was es ist, was euch am Chibi-Dexter so gefällt. Ne? So. Aber weiter im Text. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie immer. Bass-Test. Verdammt. Entschuldigung. Helfen mir auf die Sprünge. Leichter gesagt, ne? Ja, und ein weiterer Punkt ist, wenn ich jetzt beispielsweise mich hinsetze und sage, jawohl, jetzt machst du mal ein Video. So, dann fängt das an. Ich habe das auch schon in anderen Videos und auch im Stream mal angesprochen, glaube ich. Ne, im Stream glaube ich noch gar nicht, denn seitdem ich wieder versuche, auf YouTube aktiv zu sein, habe ich gar nicht mehr gestreamt. Weil es halt einfach ziemlich frustrierend ist, dass es funktioniert halt hinten und vorne nicht wirklich, ne? So, genau, wenn ich ein Video mache, dann sieht das wie folgt aus. Ich setze mich erstmal hin und muss natürlich überlegen, was genau mache ich für ein Video. Wenn es jetzt zum Beispiel Kadexra ist, was mache ich in der Folge? Kann ich es vielleicht organisieren, dass der ein oder andere dafür mit Zeit hat, um in dem Video mit dabei zu sein? Zum Beispiel Twilight Forest habe ich überlegt, dass wir da mal mit der Madame Dudo unterwegs sind, unsere Serverhexe und Servermagierin im Moment, oder angehende Servermagierin und Serverhexe. Sie wollte auf jeden Fall mit in den Twilight Forest, oder beispielsweise auch Ratta dann auch wieder mitkommt. Nur die Leute haben halt auch nicht immer dann Zeit, wann ich Zeit habe. Das ist ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, völlig normal. Pff, ne? Ist halt einfach so. Kann man nichts machen, ist völlig normal. Und das ist zum Beispiel der erste Fall. Dann muss ich überlegen, okay, du kriegst die Leute nicht ran für die Aufnahme zu dem Zeitpunkt, wenn du gerade Zeit hast und das machen müsstest, weil das ist auch wieder ein Rattenschwanz, der sich gleich auftut. Was machst du dann alleine? Es sollte einigermaßen unterhaltsam sein, es sollte informativ sein, irgendwas sollte halt sein. Ich habe einen Broken Spawner, vielleicht kann er mit der Ratte mal was anfangen, gucken wir mal. So, habe ich das entschieden, setze ich mich natürlich an die Aufnahme. Ihr wisst selber, die Aufnahmen selber laufen immer sehr chaotisch ab. Ich brauche meistens länger, um irgendwas zu erzählen, irgendwas zu erklären, als eigentlich notwendig. So, davon mal abgesehen, sagen wir mal einfach, so eine Aufnahme hat circa eine Länge zwischen 20 und 30 Minuten. So, dann ist die Zeit schon mal weg, die ist schon mal investiert. Und wenn alles klappt, habe ich eine einigermaßen funktionierende Aufnahme und alles schon mal im Kasten. Dann geht's los
ich bin nicht wirklich so extrem geübt in den ganzen Abläufen, von dem her, ja, breiten sich so die Zeit, die Zeit, die ich benötige, zieht sich halt noch ein bisschen in die Länge. Ich habe ja den einen oder anderen Bekannten, der auch YouTube macht. Wenn ich da immer über die Schulter gucke, wie das bei denen funktioniert, das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Da wird nebenbei irgendwie an 2, 3 anderen Sachen noch gearbeitet, während innerhalb von wenigen Minuten alle Klicks gemacht werden, um das Video komplett zu bearbeiten. Also faszinierend. Meiner einer braucht dann immer noch ein bisschen länger. Ich komme mir da immer vor wie so ein typisches Bild von einem Rentner, der zum ersten Mal so ein Touchscreen-Handy in Händen hält und dann erstmal mit der Brille davor sitzt und studiert, wo muss man drücken und oh mein Gott, da tut sich was, wenn ich da aus Versehen drauf lange und so. So komme ich mir da auch manchmal vor. Gut, aber jetzt sind wir beim Thema Tonspur bearbeiten. Das dauert so ein bisschen. Mittlerweile habe ich da ein bisschen Übung drin, habe die recht passenden Einstellungen gefunden. Das ist so ein Ding von pro Tonspur, sagen wir mal, 5 Minuten. So, jetzt versuche ich aber natürlich mehrere Videos zu machen. Achtung, Hinweis, auch wieder Rattenschwanz. Und habe dann natürlich diese, sagen wir mal, 5 Minuten auf mehrere Tonspuren hochgerechnet. Wenn ich zum Beispiel versuche am Tag 3 oder 4 Videos zu machen, geht da auch schon wieder eine halbe Stunde, sagen wir mal, für drauf. So, haben wir dann eine weitere halbe Stunde. Sind wir schon bei einer Stunde. So, wenn das dann geschehen ist, dann geht es natürlich auch daran, die. Wo schwemmt es mich hin? Dahin. Aber ich wollte doch das Eisen noch. Da war doch Eisen. Moment. Ich habe dich doch irgendwo Eisen gesehen, glaube ich. Nein? Kein Eisen? Okay. Ganz schön viel Getier hier in der Nähe. Gut, Tonspur fertig. Wir sind ungefähr bei einer Stunde. Die Videos schneiden, da kommt das völlig zum Tragen, dass ich noch nicht so viel Übung habe, dass ich teilweise erst noch recherchieren muss, wenn ich gewisse Effekte mir vorstellen könnte, in den Videos zu haben. Dass ich da dann noch ein bisschen suchen muss und dann lernen muss, wie geht das genau und dann anwenden, dauert so ein bisschen. Sagen wir mal, ich mache ein ganz normales Video, mache nur die Grundschritte, die ich halt für jedes Video mache. Pro Video Bearbeitung circa 5 bis 10 Minuten. So, wir haben, sagen wir mal, 3, 4 Folgen am Tag, die ich machen möchte. Sind wir erneut bei einer weiteren Stunde, die dafür drauf geht. Circa. So, jetzt sind wir schon bei 2 Stunden. Ist noch nicht viel Zeit. Jetzt kommt aber das, was auch dem Rechner so ein bisschen zu verschulden ist. Das Rendern eines Videos, also nur von einem Video mit einer Länge von circa, Absturz, 20 Minuten. Irgendwie habe ich einen Pfeifen in der Lunge. Nimmt circa 2 Stunden in Anspruch. Ups. Jetzt ist es mal, lassen wir mal sagen, es ist ein Video. Geh drauf! Es ist ein Video, das ein bisschen Überlänge hat, ein bisschen mehr Effekte drin hat und so weiter. Ich denke mal, soweit wie ich das bisher gesehen habe, wirkt sich das auch auf die Renderdauer aus. Macht auch Sinn, weil mehr zu verarbeiten ist. Und sagen wir mal, pro. Jetzt ist da bei den 3, 4 Videos eins dabei oder zwei dabei, die anstatt 2, 3 Stunden vielleicht mal 3 bis 4 Stunden brauchen. Allein wenn wir jetzt schon wieder so ein Skelett. Wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass jedes Video. Jedes Video 2 Stunden braucht. Ich mache 4 Videos an einem Tag. Sind das 8 Stunden. 8 Stunden zusätzlich zu den anderen 2 Stunden sind. Mensch, was ist mit meiner Lunge heute los? Irgendwelche Pollen wahrscheinlich draußen herumfliegen. Sind wir bei 10 Stunden. 10 Stunden für 3 bis 4 Videos und da ist jetzt der Upload noch nicht mit dabei. Der Upload pro Video dauert auch nochmal circa 1 bis 2 Stunden. Das ist jetzt nicht gerade wenig, vielleicht für den anderen auch nicht gerade viel. Ich weiß, aber wenn man jetzt pro Video nochmal so ungefähr eine Stunde mit Upload hochrechnet, sind das 4 Stunden weiterhin. Das sind 14 Stunden, die ich am Tag rein mit den Aufnahmen verbringe, da ist dann aber noch nichts überlegt bezüglich Planung für neue Projekte oder ja genau, die Thumbnails, also die Titelbilder muss ich auch noch machen. Das geht aber relativ zügig, es sei denn, es steht ein neues Projekt an, für das ich dann erstmal ein neues Titelbild mir ausdenken muss. Sagen wir mal, die sind soweit fertig, dann sind das aber pro Video bloß ein paar Minuten, also das dauert nicht lange. Rechnet sich aber auch mit dazu. So, jetzt gehen wir aber nur mal von diesen angesprochenen 14 Stunden aus. 14 Stunden.
Das ist eine ganz schöne Zeitspanne, wie ich finde. Und ich habe da viel hin und her überlegt und ja, auch mit vielen Bekannten drüber gesprochen. Und die sagen dann auch so, also auf lange Zeit funktioniert das nicht. Das ist einfach... Wenn man jetzt mal überlegt und ich wirklich einen Fokus drauf legen sollte mit YouTube quasi... Ich will nicht sagen erfolgreich, also weiter voranzukommen, mehr Leute zu erreichen, mehr Spaß und mehr Unterhaltung für euch zu bieten und so weiter, dann muss pro Tag mehr kommen. Ganz klar. Man sieht das bei anderen YouTubern etc., die hauen am Tag 4 bis 5 Videos raus oder was weiß ich was. Ist fast notwendig, wenn man eine breite Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten bieten möchte. Und wenn ich sage, ich möchte da auch hin, ich würde das auch gern machen, weil es macht mir Spaß und die Interaktion mit euch ist so absolut cool und was weiß ich was, dann muss da pro Tag mehr kommen. Und wenn man dann überlegt, circa 14 Stunden für das, was ich momentan alle paar Tage mal versuche auf die Beine zu stellen, weil es für mich zeitlich auch gar nicht anders geht, unschaffbar. Nun gut, und jetzt widmen wir uns langsam dem Punkt, an dem ich eigentlich schon seit wahrscheinlich 20 Minuten hinaus möchte. Wie geht's weiter? Ich habe immer mal wieder angesprochen, dass es wohl Neuigkeiten geben wird. Und dass es ja eine Änderung geben wird, die sich gerade auf das alles, worüber ich jetzt gepredigt habe, auswirken wird. Und es ist der Punkt gekommen, wo ich mal so ein bisschen mehr von erzählen kann. Laber da wegmachen. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird dann so einen richtigen Aufschrei von mir geben, wenn es dann soweit ist, dass das Ganze ins Rollen kommt. Aber es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und ich möchte an dieser Stelle anonym der Person ein ganz, ganz dickes und liebes Dankeschön aussprechen, die das ermöglicht. Denn ich habe ein längeres Gespräch gehabt mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin und wir sind zu dem Entschluss gekommen, wir stellen was auf die Beine und dementsprechend wird es für den alten Chibi in baldiger Zukunft ein neues Maschinchen geben und das persönlich hätte ich das alleine auf keinen Fall gestemmt gekriegt, dementsprechend bin ich da wirklich tierisch dankbar und das heißt, ja, es dauert nicht mehr allzu lange. Sobald das fix ist, sobald das ins Rollen kommt, werde ich das natürlich dementsprechend dann auch feiernderweise zum Besten geben oder halt verkünden. Das neue Gerätchen, der neue Rechner, der ist speziell mit dem Hintergedanken zusammengestellt worden, dass einfach die Arbeitsleistung, die ich momentan eben bringe und auch in Zukunft bringen möchte, leichter packt. Sprich, er ist sehr auf Leistung ausgelegt. So, die Eckdaten kann ich ja schon mal so ein bisschen erzählen, falls es den einen oder anderen interessiert. Die meisten fangen immer gerne an mit der Grafikkarte. Es wird eine GeForce 980 Ti drin haben. 32 GB Arbeitsspeicher. Und was mir auch sehr wichtig war, ist die Monitorschwierigkeiten zu beseitigen. Dementsprechend wird es zwei Monitore geben, die ein schönes Format haben, sprich 22 Zoll, also richtig schönes Standardmaß. Das wird nicht nur während Aufnahmen und so weiter helfen, sondern auch während dem Streaming, denn dann kann ich auf dem einen Monitor schön das Game genießen und auf dem anderen habe ich direkt an euch im Blick, sodass ich dann wirklich viel einfacher reagieren kann. Jetzt beispielsweise nicht, wie es momentan immer gewesen ist, nebenbei noch einen kleinen Laptop aufbauen und dann immer wegdrehen und gucken und überhaupt... dadurch das Spiel dann außer Acht lassen und so weiter. Also dieses Ding wird Chibi Dexter auf ein völlig anderes Niveau heben. Natürlich jetzt, wenn das Ding hier steht, das macht nicht alles alleine. Ich habe dann auch eine ziemliche Lernkurve vor mir. Aber es wird mir die Grundlage bieten, mehr für euch zu leisten. Sagen wir es, wie es ist, denn ihr steht im Fokus, ihr als Zuschauer, ihr als Fans, ihr als Freunde der chibigen Unterhaltung. Ihr seid das, worum es sich ja letztendlich dreht. Es dreht sich nicht darum, was mein einer hier macht und so weiter, sondern es dreht sich darum, ob ihr unterhalten werden könnt oder nicht. Ob es euch Spaß macht, ob es euch gefällt. Und das ist der Fokus, das ist wichtig. Und das wird einfach
ein absolut neues Niveau, ein neues Nivea erreichen. Und da freue ich mich tierisch drauf. Wie gesagt, es ist noch eine Frage der Zeit. Es ist noch nicht ganz alles in trockenen Tüchern. Aber es sollte nicht mehr lange dauern. Dann kann ich den Juhu-Schrei vom Stapel lassen und... Ja, ich denke mal, klar wird das dann erstmal nochmal ruhig um mich werden, denn ich muss das ganze Ding ja erstmal dann aufbauen, einstellen, alles installieren, testen, prüfen, Einstellungen ausprobieren und so weiter und so fort. Das wird dann nochmal ein bisschen stressig für mich. Aber sobald das dann alles läuft, können wir uns auf regelmäßigere Streams freuen, auf qualitativ höhere Streams, auf schöneres Gameplay, auf schönere Videos auf YouTube. Leute, es wird einfach nur geil. Und bevor ich jetzt noch 20 Minuten hier rumsabbel und so weiter, erlöse ich euch. Ich weiß, wie trocken und pupslangweilig immer so Folgen sind, in denen ich einfach nur brabbel. Und sage während des Abschlachtens dieses Zombies und des ins Lava schubsen des Creepers oder auch nicht, sage ich Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeguckt habt. Wenn es euch gefallen haben sollte, was bei solchen trockenen, langweiligen Videos ja immer ein bisschen kritisch ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Haut Kommentare in die Beschreibung. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und gespannt seid, was dann noch... Basstest mit Schalldämpfer, Verzeihung. Wenn ihr gespannt seid, was dann noch alles kommen wird in Zukunft und so weiter. Ich habe schon einige Gedanken, möchte ich noch ganz kurz einwerfen, für weitere Projekte. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich brauche dann aber auch die Zeit dafür und dann muss alles, was mit diesen Videos und den Streams und so weiter verbunden ist, alles ein bisschen schnell abgehandelt werden. Aber ich drehe mich jetzt schon wieder im Kreis, ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Oh, ich bin so verwirrt, Leute, ich bin echt so verwirrt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.